Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren 5 Minuten Mittwoch hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Pro Gamer Manager. Und ja, ihr seht schon, das erinnert schon so ein bisschen an Game Dev Tycoon. Und es spielt sich auch recht ähnlich. Also wir haben hier dieses Aufploppmenü. Wir können entweder Ranked spielen, wir können einen Stream schauen, wir können ins Bett gehen, wir können Sachen erforschen, einen neuen Champion meistern oder eine spezielle Rolle lernen und so weiter und so fort. Wir können sogar streamen oder wir können zum Teamhaus gehen, beziehungsweise können erstmal eins bauen, aber wir können uns ja nicht mal das leisten. Außerdem würden wir dann Manager werden und nicht mehr selber Spieler. Und von daher würde ich mal sagen, spielen wir einfach mal Ranked. Wir spielen natürlich eine MOBA, wie sich das gehört für einen Pro-Gamer. Und spielen natürlich einen Carry. Ich habe mich mal einfach Defender genannt. Und also wir sehen schon, wir sind hier definitiv im Average Skill im Vorteil. Wir sollten die Lane eigentlich sehr, sehr stark dominieren. Deswegen werden wir jetzt einen aggressiven Stil hier vornehmen, versuchen den Support bzw. den Carry zu töten und in den Teamfights ja, Leute zu unterbrechen. Und ja, ich denke, Zoning ist nicht so das Richtige für uns und eine Flanking Backline ist halt, ja, es ist vom Positioning her nicht so das Wahre, also worauf ich jetzt geskillt habe. Deswegen versuchen wir das einfach mal, schauen uns mal an, wie das geht. Vermutlich werden wir jetzt hier gleich einen gelben Bildschirm bekommen, da das Spiel noch in Entwicklung ist. Ist das überhaupt gar kein Problem? Genau. Blup. Genau, wir haben jetzt ein Level Up im Bereich Fokus bekommen, haben tatsächlich auch das Spiel gewonnen. Ja, wir haben den ersten Tier 3 Dauer gemacht, also hier, das ist das Symbol für Carry, aber wir waren weder Best Farmer noch Best Spieler. Ist aber nicht schlimm, wir haben 8 Fans hinzugewonnen und 3 Erfahrungspunkte und ja, was können wir mit Fans machen? Also Fans bringen uns natürlich irgendwo auch Geld ein, ne? Das heißt, wir können jetzt hergehen und einen Stream starten, spielen natürlich FOBA-Spiele und da kommen auch schon die ersten Donations rein. Die müssen wir nämlich haben, um überhaupt ja, unsere monatlichen Ausgaben zu decken. Und theoretisch spielen wir sogar auch in einem Team. Und zwar spielen wir im Team Incredible Mafia. Das ist ein deutsches Team hier. Leider sind wir nicht im eigentlichen Roster drin. Die sind auch alle so ein bisschen angepisst, weil es im Moment nicht so gut läuft. Wie ihr seht, also Kendall ist hier ein Split-Pusher. Dann haben wir einen Initiator, Carry, Split-Pusher und ein Chaser. Und ja, solange wir hier nicht der eigentliche Manager sind, können wir auf das hier gar nicht wirklich zugreifen. Wir bekommen aber immerhin 444 Credits pro Woche, haben keinen Agenten, keinen Sponsor. Wir sind noch relativ am Anfang des Games. Aber da wir jetzt keine Energie mehr haben, müssen wir erstmal pennen gehen. Und das beendet dann auch praktisch den eigentlichen Tag, denn naja, man bekommt immer so ein Feedback am Ende des Tages, wie viele Credits man hat, wie viele Fans man hat, wie viel EP. So, jetzt steht ein E-Sports-Event an. Wir haben hier ein Game, und zwar Incredible Mafia gegen Team X Tryouts. Und Kendall wird jetzt den Carry heute spielen und ich soll das Spiel mir anschauen. Und natürlich schauen wir uns das Spiel an, mal gucken, was er pickt. Er pickt natürlich seinen Vorzeige-Utility-Champion. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und wir haben verloren. Und das natürlich, also ich habe bis jetzt noch kein einziges Spiel für dieses Team gespielt, aber irgendwie haben die immer verloren. Und das könnte jetzt auch sein, dass die mich rausschmeißen. So, hier steht es nämlich, dass der Weekly Finance Report. You just paid your monthly cost? Naja, egal. Auf jeden Fall mussten wir 1170 bezahlen und haben 444 wieder reinbekommen. Also nicht so schlimm. Wir haben natürlich das Spiel verloren. Da geht natürlich unser Rage-Bar ein bisschen hoch. Wir möchten uns natürlich aber selber verbessern. Deswegen picken wir jetzt einfach mal einen anderen Champion als sonst. Und schauen mal, ob wir vielleicht da ein bisschen was rausholen können. Natürlich, wir sollten die Lane hier, Support, ADC, sollten wir wirklich dominieren. Auch die anderen Lanes sind wesentlich höher. Das heißt, wir werden hier sehr, sehr aggressiv spielen. Werden wieder unsere aggressive Strategie spielen. Kill den Support, kill den ADC. Versuchen, Leute zu unterbrechen in Teamfights. Und schauen einfach mal, wie das weitergeht. Und danach, denke ich mal, werden wir auch upleveln können.
So, da haben wir aber wirklich Glück gehabt. Ich sag jetzt einfach mal, genau, das war ein easy win für uns. Wir waren von der Mentalität her sehr gut dabei. Der Champion war vielleicht nicht optimal gepickt, die Laning Fights wären nicht optimal und die Teamfights waren auch nicht optimal. Aber es hätte besser sein können. Wir waren bester Spieler, bester Farmer. Ja, der gegnerische Carry, der war halt der schlechteste Spieler im gesamten Spiel. Und das hat uns auch einfach mal 2000 Ränge hochkatapultiert. Im Moment spielen wir noch im Bronze, aber das wird sicherlich noch besser. Denn wir können verschiedene Sachen upgraden. Und zwar, sobald wir hier Silber haben, können wir unsere Reaktionszeit verbessern, weil wir einen neuen PC bekommen. Das kann man halt bis zu dreimal machen, dann halt einmal in Gold und einmal in Platinum. 800 Fans, da sind wir ja praktisch schon fast, wir haben schon 600. Wir müssen einfach nur noch ein bisschen besser spielen, in Anführungsstrichen. Wir können jetzt streamen, wir könnten uns aber auch einen Stream anschauen, um vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks zu lernen. Oder wir gehen tatsächlich her und investieren ein paar Punkte. Und zwar haben wir ja ein Fokus-Upgrade bekommen. Ja, ich würde sagen, da das ja ein Teamspiel ist, würde ich nochmal ein bisschen die Kommunikation verbessern. Vielleicht läuft es dann mit der Laning-Phase ein bisschen besser. Ihr seht, hier habe ich auch schon einen zweiten Punkt in Laning-Phase gepackt. Und hier relativ viel in die Offensive. Mechanik, Schnelligkeit, Aufmerksamkeit sind auch wichtige Aspekte, die man natürlich nicht außer Acht lassen darf. Ich würde sagen, wir spielen einfach nochmal ein Ranked hier mit meinem Standard-Pick. Die Skill-Level sind ungefähr ausgeglichen. Ich sehe hier, also ich überlege dem gegnerischen Carry. Dafür ist mein Support ein bisschen unterlegen. Deswegen würde ich sagen, balancen wir das Ganze mal. Schauen mal, ob das vielleicht ein bisschen besser für uns läuft. Ja, das meinte ich nämlich, dass dann hier der gelbe Bildschirm erscheint. Wir scheinen offensichtlich die richtige Entscheidung gemacht zu haben. Wir hatten hier High Impact, hatten eine gute Laning-Phase, gute Teamfights, eine gute mentale oder eine mittlere Mentalität. Wir haben zwar am besten gefarmt, waren aber der schlechteste Spieler im gesamten Spiel. Das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich, macht aber gar nichts. Ja, und so spielt man sich dann nach und nach hoch in seiner Karriere Richtung. Richtung. Ah, ich kann nicht draufklicken. Richtung Gold bzw. Platin bzw. Challenger letztendlich. Kann dann irgendwann halt sein eigenes Team überleben. Und ich würde sagen, für den Rest des Tages streamen wir einfach noch ein bisschen, bekommen ein bisschen Donations rein, so wie sich das gehört. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das Video auch schon an dieser Stelle. Ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch hat dieses Spiel gefallen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann habe ich das unten in der Beschreibung verlinkt. Da ist ein Link zu Steam. Das ist kein Rev-Link oder ähnliches. Ist einfach nur, falls ihr da Bock drauf habt, dann braucht ihr es nicht extra suchen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder in einem der Streams oder in der nächsten Woche zum 5-Minuten-Mittwoch wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Haut rein.